Hey, willkommen zurück hier auf dem Channel. Willkommen hier am Samstag. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, worum ich, oder ich werde immer wieder gefragt, Fragen in diese Richtung, nämlich, was sind deine besten Flirt-Tipps, Tim? Also, was sind die Tipps, die du auch deinen Coaching-Teilnehmern mitgibst? Was sind die Tipps, die für dich auch am besten funktioniert haben? Und deswegen habe ich dir heute meine drei besten Flirt-Tipps mitgebracht und will dir verraten, wie du die nutzen kannst, um auch erfolgreicher beim Flirten zu werden. Viel Spaß! Der erste Tipp, den ich dir mitgebracht habe, ist, dass du versuchen solltest, Frauen immer auf situative Art und Weise anzusprechen. Was bedeutet das? Ganz einfach. Situativ bedeutet einfach, dass du die Situation nimmst, in der die Frau gerade ist und sie darauf ansprichst. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich persönlich gemacht habe, was mir passiert ist. Da stand eine Frau im Buchladen und hat ein Buch in der Hand und ich bin einfach an den gleichen Tisch gegangen, habe ein anderes Buch genommen, habe es ihr sozusagen unter die Augen gehalten und habe gesagt, ich habe gehört, dass dieses Buch viel besser sein soll als das, was du da gerade in der Hand hast. So einfach kann das sein. Und es ist halt deswegen situativ, weil es auf die Situation bezogen ist, in der die Frau gerade ist, im Buchladen, ein Buch aussuchend. Und was der Vorteil ist an einem situativen Gesprächseröffner, ist, dass er ein bisschen entspannter ist. Ja, er gibt der Frau entspannt die Möglichkeit, kurz mit dir zu sprechen und einen Eindruck von dir zu bekommen. Und auch du kannst kurz entspannt einen Eindruck von der Frau bekommen. Wenn du gleich mit der Tür ins Haus fällst und sagst, hey, wow, du gefällst mir, ich will dich jetzt kennenlernen, was man theoretisch machen kann. Wenn du das gleich zu Anfang machst, dann ist es eben so, dass du der Frau die Pistole auf die Brust setzt und sagst, entscheide jetzt, ob du mich auch kennenlernen willst, innerhalb von den 5 Sekunden, die wir jetzt miteinander geredet haben. Entscheide, los. Sag mir, was du denkst. Und das ist in Ordnung, das kann man machen. Ja, das kann man absolut machen, wenn du eine Frau siehst und du hast das Gefühl, wow, die ist voll mein Typ. Mach das gerne, ja. Guck mal, was für dich bessere Resultate bringt. Meiner Erfahrung nach ist es immer besser, wenn man situativ in ein Gespräch einsteigt, weil dann kann man sich erstmal für eine halbe Minute oder eine Minute entspannt kennenlernen, ein Gefühl füreinander bekommen und dann kannst du auch immer noch sagen, dass sie dir gefällt. Das läuft dir ja nicht weg, das ist nicht das Problem. Also einfach schauen, in was für einer Situation ist sie gerade und dann auf diese Situation bezogen etwas Lustiges sagen. Das ist für den Anfang nicht so einfach, denn als Anfänger schlottern dir die Knie und du kannst an nichts wirklich denken, dein Kopf ist vollkommen leer, aber mit der Zeit wird es einfacher, diese situativen Sachen zu erfassen und daraus einfach einen Gesprächseinstieg zu kreieren. Zum Beispiel, wenn eine Frau läuft und sie schwenkt mit ihrer Tüte, dann gehe ich neben ihr her und sage ihr zum Beispiel, pass auf, dass du niemanden mit deiner Tüte erschlägst, so wie du dich hier rumschwingst. Irgendwas, was gerade zu der Situation passt, in der sie ist. Und meistens, weil es halt eine Situationskomik ist, wirst du lachen müssen, wird die Frau lachen müssen und dann habt ihr schon mal einen sehr, sehr entspannten Gesprächseinstieg. Mein zweiter Flirt-Tipp ist, bau nicht so super viel Druck auf die Frau. Gerade wenn du sie erst kennengelernt hast. Viele Männer, oder bei vielen Männern sehe ich so, ich habe viele Coaching-Teilnehmer, die kommen zu mir ins Coaching und dann reden sie mit der Frau und dann wissen sie nicht, was sie sagen sollen oder es entsteht so eine Stille und dann fragen sie einfach nach dem Date oder fragen nach der Telefonnummer. Und das passiert teilweise nach einer Minute oder einer halben Minute. Die haben sich 5 Sätze unterhalten, mein Teilnehmer weiß nicht mal, was er sagen soll und dann fragt er nach der Telefonnummer oder nach dem Date. So, baue nicht zu viel Druck auf. Lass der Frau erstmal Zeit, ein Gefühl für dich zu bekommen. Lass der Frau erstmal Zeit, ein Gespür dafür zu bekommen, dass du einfach ein ganz normaler Typ bist, denn das bist du ja auch. Und du willst ja auch erstmal die Frau ein bisschen kennenlernen. Du willst ja auch nicht mit jeder Frau, die dir die Telefonnummer zu geben bereit wäre, die Telefonnummer tauschen, sondern du willst dir auch eine Minute, zwei nehmen, um mal überhaupt herauszufinden, hey, wie ist die Frau so drauf, gefällt die mir, habe ich Lust, mich weiterhin oder habe ich Lust, die nochmal zu sehen. Da willst du dir auch Zeit für nehmen. Eine andere Sache, viele Anfänger sagen immer sowas wie, ich möchte dich gerne kennenlernen. Und ich sage dann immer, weiß nicht, der Satz ist so blöd. Das klingt so, ich möchte dich gerne kennenlernen. Wie lange dauert das, bis du eine Person kennenlernst? Ja, das ist ein Prozess von mehreren Stunden teilweise. Ja, eine Person kennenzulernen kann auch mehrere Jahre dauern, wenn du die wirklich gut kennenlernen willst. Das ist einfach ein riesiger Prozess. Und zu sagen, ich will dich kennenlernen, das ist so viel Druck. Ich hatte mal jemanden, der hat gesagt, ich will, dass du mir die Stadt zeigst. Ja, die hat eine halbe Minute geredet und dann meinte er, ich will, dass du mir die Stadt zeigst. Und das ist natürlich ein riesiger Druck auf die Frau aufgebaut, denn das ist ein riesiges Zeitcommitment. Und die Frau weiß ja nicht mehr, ob du ein cooler Typ bist. Deswegen sag einfach, oder wenn du überhaupt so, du musst gar nichts in diese Richtung sagen, aber sag einfach, ich will kurz mit dir reden und dann muss ich auch gleich weiter. Vorausgesetzt, du musst weiter. Ansonsten sag einfach gar nichts. Du musst dazu gar nichts sagen. Du musst gar nicht rechtfertigen, warum du da stehst. Du kannst einfach mit ihr reden.
Ja, das ist also ganz entspannt. Bau nicht so viel Druck auf. Mach nicht Dinger wie, ja, ich will dich kennenlernen. Können wir die Telefonnummer tauschen, nachdem du eine halbe Minute mit dir geredet hast? Sondern lass dir Zeit. Finde raus, ob die Frau was für dich ist. Und dann, wenn du das Gefühl hast, ihr beide versteht euch, dann kannst du auch mit ihr die Telefonnummer tauschen und dich auf ein Date mit ihr verabreden. Der dritte Flirt-Tipp ist, hör auf, dich für Dinge zu rechtfertigen, generell vor Frauen, in Beziehungen, im Kennenlernen oder auch generell vor Menschen. Du musst dich nicht ständig für alles rechtfertigen. Gerade Männer tendieren dazu, gerade unsichere Männer tendieren dazu, sich ständig vor Frauen zu rechtfertigen. Das ist vollkommen unnötig, das muss überhaupt nicht sein und das zerstört einfach nur die Anziehung, die zwischen dir und der Frau besteht. Denn was kommunizierst du der Frau, wenn du dich ständig vor ihr rechtfertigen musst? Du kommunizierst ihr Unterlegenheit, du kommunizierst ihr Schwäche, du kommunizierst ihr, dass du Angst hast, sie zu verlieren, wenn du nicht das sagst, was sie hören will. Und was ich damit ganz konkret meine, ist, wenn die Frau dich fragt, hey, sprichst du öfter Frauen auf der Straße an, dann sagst du ihr natürlich die Wahrheit. Dann sagst du ihr, ja klar, wenn ich eine Frau sehe, die mir gefällt, dann spreche ich sie auch an. Das ist ganz wichtig, dass du sowas sagst, weil damit kommunizierst du dir auch selber. Es ist in Ordnung, dass ich das mache und das ist es ja auch. Wenn du da sagst, nein, nein, das mache ich nicht oft, nein, nein, das wäre doch komisch, dann kommunizierst du dir eben selbst genau das. Oh nein, das wäre komisch, das mache ich nicht oft. Vollkommen in Ordnung. Oder wenn die Frau sagt, du wirkst aber ziemlich unsicher, dann sag nicht, oh nein, oh, tut mir leid, ja, eigentlich bin ich viel sicherer, sondern sag, ja, ich bin gerade auch ein bisschen unsicher. Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Vollkommen in Ordnung. Rechtfertige dich nicht ständig vor Frauen, rechtfertige dich nicht ständig vor anderen Menschen. Es ist in Ordnung, wenn du gerade schüchtern bist. Es ist in Ordnung, wenn du Frauen ansprichst, wenn du es regelmäßig machst. All diese Sachen sind in Ordnung und du kannst da auch offen zu stehen. Du wirst viel mehr Frauen in deinem Leben haben und viel attraktiver auf Frauen wirken, quasi auf Knopfdruck, auf Schnips sozusagen, wenn du viel mehr zu den Sachen stehst, die gerade sind, zu den Sachen stehst, die mit dir zu tun haben. Wenn du das machst, wenn du aufhörst, dich zu entschuldigen für dich selbst und für Dinge, die du machst vor anderen Leuten, dann wirst du merken, wie du Frauen auf magische Art und Weise anziehst, ganz plötzlich. Das waren meine drei Tipps, die ich auch jedem Coaching-Teilnehmer immer mitgebe, hier jetzt auf dem Video für dich mitgegeben. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns am Samstag wieder und du kannst dort unten in der Ecke noch mein Gratisartikel in 3 Schritten jede Frau bekommen runterladen. Wirst dort auch Teil meines Online-Coachings, in dem du noch viel mehr geheime Informationen und geheimes Wissen bekommst, das du jetzt nicht auf YouTube bekommst oder auch nicht in meinem Podcast. Deswegen unbedingt klicken und dich dort eintragen. Das Ganze ist gratis für dich und hat einen enormen Wert, weil da teile ich mit dir Informationen, die ich sonst nur auf meinen Live-Seminaren teile. Du kannst mich auch abonnieren unten in der Ecke oder du schaust dir das letzte Video an. Guck dir einfach meinen Channel an und lerne da noch ein bisschen mehr. Dann wirst du auch relativ schnell erfolgreich bei Frauen werden können. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Ich freue mich schon, dich dann wieder hier zu haben. Bis dahin, ciao.